Die Geschichte eines Liedes. BK Kimi. Drei afrikanische Sänger und ein oberösterreichischer Klavierspieler machen ein Projekt, wo afrikanische Musik mit einem österreichischen bekannten Komponisten zusammenkommt. Mozart trifft Afrika. Irgendwer hat dann die Idee gehabt, wir nennen das Ganze Mozulu Art. Und das Lied BK Kimi. Der Text ist so entstanden, dass wir das Stück genommen haben, das Rondo in D-Dur. Und der Blessing hat gesagt, ja, da lasst er sich was einfallen dazu. Und er hat quasi in die Musik hineingehorcht, was er glaubt, dass die Musik, wie die Musik zu ihm spricht. BK Kimi, Nkosi Jesu, We Baba, Sithethelele Izono Zethu. Manchmal fake ist steinig, aber weil ich vertraue ihm, habe keine Angst. Blessings ist der Komponist vieler Lieder des Weihnachtsprogramms von Mozulu Art. Ich wollte ausdrücken, in schweren Zeiten im Leben geben viele Menschen auf, wenn sie nicht auf Gott vertrauen. Aber wenn du weißt, dass Gott immer für dich da ist, dann brauchst du keine Angst zu haben. Dann kannst du zuversichtlich sein. Deswegen habe ich dieses Lied geschrieben. Die Männer kommen aus Simbabwe, südliches Afrika. Ich bin 1974 geboren und Simbabwe war noch nicht unabhängig von England. Und ich habe den letzten Bürgerkrieg sozusagen erlebt in 1979 und 80er Jahren. Unabhängigkeitskrieg 1965 bis 1980. 100 Jahre weiße Fremdherrschaft beendet durch eine gewaltvolle Revolution. Mein Vater war ein Freiheitskämpfer und der war oft weg. Und manchmal, wenn er weggegangen ist, haben wir nicht gewusst, wann wird er zurückkommen. Und manche Väter sind nicht gekommen, sie waren weg und dann sind dort gestorben. Und wir haben immer Angst gehabt, wenn er weg war. Sie waren sehr jung, als sie von Simbabwe nach Europa kamen. Ein Kulturaustauschprogramm brachte 1995 sie und ihre Musik nach Österreich. In ein friedliches, aber fremdes Land. Wenn man in ein neues Land, neue Sprache, neue Kultur, neues Essen, alles neu. Es ist klar, dass man fängt an zu denken, ist das, was ich mache, ist das richtig oder soll ich wieder heimgehen? Wir singen auf unserer Sprache und das müssen wir, manche Lieder, müssen wir sagen, was das bedeutet. Wenn wir singen, die Leute, die verstehen ein bisschen, was wir sagen. Und wenn es langsam so wie BK Kimi, man fühlt, man spürt einfach, dass es hat mit Selbst zu tun, mit Emotionen drinnen. Die Lieder erzählen von Freude, Hoffnung, Vertrauen auf Gott. Ich persönlich verstehe die Texte nicht, weil ich kann nur ein paar einige Fetzen in die Welle. Aber wir haben heuer schon in Südafrika gespielt. Und da haben die Leute die Texte natürlich verstanden. Da war ein Verwandter vom Wusser und sie war natürlich sehr heiß. Und wir haben zuerst geglaubt, sie schwitzt recht beim Konzert, weiß ich immer. Aber die Tatsache war, dass sie von der Musik und von den Texten, von der Botschaft so mitgenommen ist, dass sie eine Dreiviertelstunde die feuchte Augen gehabt hat. Sie sind Musiker aus Leidenschaft. Ihre Musik, eine schwarz-weiße Melange mit einer Botschaft, die befreiend klingt. Mit der Musik kann man viel sagen und man ist frei und stehst du da auf der Bühne und sagst alles, was du willst. Freiheit ist ein unbekanntes Wort in einer Diktatur. In Simbabwe herrscht Robert Mugabe 30 Jahre mit militärischer Gewalt. Roland Guckenbichler, das österreichische Viertel von Mozulu Art, steht zur katholischen Kirche in kritischer Distanz. Und dennoch. Es ist ja Musik, sage ich jetzt mal, oder auch wie wir es betreiben, immer schon eine spirituelle Sache. Die zahlreichen Tourneen der Gruppe
führen sie nicht nur in viele verschiedene Länder, sondern auch in unterschiedlichste Räume, Kirchen. Wir haben das erste Mal, glaube ich, gespielt in einer Kirche in Nürtingen. Das war eine evangelische Kirche. Und es hat keiner genau gewusst vorher, wie das ausgehen wird. Im Endeffekt waren in der Kirche 600 Leute und am Schluss haben alle getanzt in der Kirche. Und die Mesnerin hat dann gesagt, so habe ich meine Nürtinger noch nie gesehen. Die ansteckende Lebensfreude vermisst Wusa in Wien oft. In seiner Heimat ist auch Weihnachten ein rauschendes Fest. Mit offenen Türen. Jeder ist ein gern gesehener Gast. Gemeinsam wird gegessen. Als Kind habe ich immer gefreut auf Weihnachten, weil da konnten wir alles essen, was wir nicht im Laufe des Jahres essen konnten. 1992 bricht eine verheerende Dürre über ganz Afrika herein. Selbst in den großen Städten Simbabwes muss der Notstand ausgerufen werden. Seit 6 Jahren gibt es Musulu-Art. Auch ihr Weihnachtsprogramm wurde ein großer Erfolg. Die mitreißenden Lieder, die leisen Lieder, so wie Beka Kimi. Es kommt ein kleiner Teil, glaube ich, das ist der Brücke, wo es sagt, oh mein Leben, auch wenn es dunkel wird, bitte begleite uns auf unser Wege. Und mit deiner Hilfe, es wird hell, auch wenn es dunkel wird, wohin wir hin, woher, wherever we go. Mit Afrika verbinden viele Europäer Armut, Hunger, Dürre. Doch auch in Afrika hat die Moderne Einzug gehalten. African Pop als Entsprechung in der Musik. Ramadou mischt seine neueste CD. Er lebt hauptsächlich in Zimbabwe, hat dort seine Familie. Die wirtschaftliche, ökologische Entwicklung sieht er mit Sorge. Jetzt brauche ich wirklich Gott, mich den Weg zu zeigen. Beka Kimi, schau zu mir jetzt, weil ich bin... Ich kenne die Weg nicht. 2009 Wahlen in Simbabwe. Auf internationalen Druck muss Mugabe in eine Koalition mit der neuen demokratischen Hoffnung morgen Tsvangirai einwilligen. Musulu Art, musikalisches Crossover. Ein Versuch, ein Experiment mit Wirkung. Das gemeinsame Essen erinnert die drei Afrikaner an Weihnachten in ihrer Heimat. Ich meine, die Leute sind happy und jeder ist willkommen. Es ist eine riesige Party. Und das war auch für mich ein Schock. Das ist mein erstes Weihnachten hier, weil es war kalt und ruhig und so. Ich habe gedacht, freuen Sie sich auf Weihnachten, die Österreicher, oder wollen kein Weihnachten feiern? Weil für mich, wenn man sagt, wir feiern, ein Feier ist, wenn man feiert, es ist Musik, es ist Freude, es ist Tanz, es ist da. Und dass es so ruhig ist und fast niemand auf der Straße, habe ich nicht verstanden. Wie kann man so feiern?